Ja, moin. Wieso spawn ich nicht hier? Warum spawn ich nicht hier oben? Was soll das? Ja, gut, okay. Gehen wir hier hin. Alles gut. Hey, wenn dieses Geräusch von der Panzerplatte fehlt, ne? Wenn es nicht klick-klick macht. Es ist unbefriedigend einfach. Es ist uncool. Es muss eigentlich immer klick-klick machen, aber wenn man das im Laufen anlegt, glaube ich, dann ist gerade der Bug irgendwie, dass es nicht klick-klick macht. Ja, wie auch immer. Keiner hier? Was ist denn los? Wieso ist denn das hier so ruhig? Wieso tanzt oder wieso rennt oder wieso schleicht hier keiner durch die Häuser? Okay. Auch sonst passiert nicht viel, ne? Keine Kommstation, kein Detektor, kein Klingeling. Ich habe jemanden gesehen. Let's go. Hat er mich auch gesehen? Ne. Er lootet fleißig das Auto. Oh, jetzt ist er im Haus. War er das? War er das überhaupt, der da gerade war? Muss ja. Er hat fleißig gelootet. Danke, mein Freund. Wollen wir telefonieren? Ja. Let's go. Eigentlich will ich immer telefonieren. Eigentlich immer. Manchmal habe ich ein bisschen Schiss so, aber. Weil wenn jemand rangeht so, dann hast du echt manchmal ein Problem. Insofern. Am Ende kommt es immer aufs. Ja, ich telefoniere. Kommt es immer dabei heraus. Oder wie auch immer man das sagt. Vielleicht geht ja auch keiner ran. Da wird auf jeden Fall richtig, richtig gekämpft. Wo? Wo war das? Es könnte auch noch sehr viel weiter weg gewesen sein. Es klang halt so, als wäre es hier gewesen, aber auch da hinten könnte es gewesen sein. No way. Da hinten läuft er. Sah so aus, als würde er sich verpissen wollen. Zum Exit rennen. Hier ist doch ein Exit, oder? Ja. Oder Kommstation. Nee, aber irgendwie. Irgendwie nicht.
Ans Telefon ist auch niemand rangegangen. Nochmal. Oh, ich wurde gepinkt. Ich muss hier raus. Von wo wurde ich denn gepinkt wohl? Natürlich auch mal pingen, ne? Er ist im Haus, oder? Ja. Fuck! Okay, er hatte eine Grease Gun? Okay, shit. Okay, shit. Er war ganz schön flink, hä? Er war echt ganz schön flink unterwegs, muss man echt sagen. Rannte dann plötzlich los. Na gut. Nachladen. Okay. Okay, es wurde bisher, glaube ich, hier nichts, also Detektor auf jeden Fall, glaube ich, wurde gar nicht ausgelöst. Der Tresor mit Zeitschloss, glaube ich, auch nicht, weiß ich nicht. Wir müssen jetzt zusehen. Abwurf kommt, aber ey, wir wollen nicht zum Abwurf. Ich weiß nicht genau, ob Zeit bleibt für den Tresor. Es könnte knapp werden, vor allem wenn der im Damm richtig ist. Wenn der dann nur irgendwo gleich am Anfang, wenn man irgendwo reingeht, steht und die Schalter ziemlich nah surren, dann könnte man es schaffen, aber okay, jetzt ist jemand oben auf der Brücke. Okay, gut zu wissen. Also auf dem Damm oben drauf. Ah, hier liegt der. Was ist denn eigentlich mit dem Container? Der ist wahrscheinlich leer. Kann mir nicht vorstellen, dass den noch keiner geöffnet hat. Es wäre bitter, wenn der jetzt noch zu ist, oder? Vor allem, weil ich dann ja das Bittere daran wäre, dass ich mich dann jetzt darum kümmern würde. Okay, nee, ist dicht. Er ist offen. Ist erledigt, die Geschichte. Und oben stand halt jemand auf dem Damm. Ich weiß halt nicht genau. Der Tresor, das sieht halt so aus, als wäre der mittendrin irgendwie. Irgendwas ist noch im Behälter, weil die Luke, oder wie nennt man das? Die
die Platte obendrauf. Au! Doch kein Au? Okay. Weil die Platte obendrauf nicht abgefallen ist. Irgendwas ist noch drin. Ach, ist dieses Gewehr nicht das krasse neue Gewehr? Okay, jetzt habe ich dafür keine Munition. Das ist schlecht. Das ist eigentlich schlecht. Egal. Alle reden noch davon, dass das neue Gewehr, dieses KK-62, dass das jetzt ziemlich krass ist. Ich habe es doch gar nicht ausprobiert. Kann es auch jetzt nicht ausprobieren, habe keine Munition. Ja, moin. Also, wir müssen weiter. Entweder geht es jetzt hier rein zum Tresor. Oder das Ding ist auch Geschichte für mich. Weil wenn ich jetzt hier reingehe, verlaufe ich mich. Ich habe keinen Jod, gar nichts. Immerhin gibt es hier noch ein paar Chemikalien. Ja, das ist, der ist irgendwo hier drin. Ich meine, das ist echt eine scheiß Idee, eigentlich hier reinzugehen. Jetzt ist es echt so. Raum der Tresor? Keine Munition. Psst. Wait, hier war jemand. Bestimmt der Typ vom Signaldetektor. Er hat Jod. Er hat Jod. Und er hat auch eine ganze andere Menge. Er hat auch das Foto. Krass, er hat sogar jetzt Munition für mich, für mein Gewehr. Oder was ist das überhaupt? Das ist ein... Was ist denn das? Maschinengewehr, ja. Aber jetzt wird es langsam knapp. Wir müssen das mal eben durchladen. Weil, was machen wir jetzt? Den Tresor schaffen wir nicht mehr. Aber der Kill hat sich hier nochmal richtig gelohnt. Da weiß ich gerade nicht, wo das ist. Nee, ist egal. Wir haben echt dadurch jetzt eine ganze Menge bekommen. Schade. Oha. Oha, was ist los mit dieser Waffe? Kommen wir mit dem Aufzug jetzt nach oben. Fährt er uns hoch, ja, ne? Ja. Auf den Damm. Hoch auf den Damm? Oder kommen wir nur in so eine Art Zwischenstation? Oh, shit. Wir müssen nämlich hoch. Ich hätte auch unten einfach wieder rausgehen sollen. Ich wollte jetzt oben und jetzt hier raus eigentlich. Es wird ganz knapp. Weil jetzt sind wir nämlich hier mitten... Immer noch im Damm. Oh Gott. Ich weiß schon. Pass auf. Wir kommen hier schon raus. Das Jod rettet mich, denke ich. So ein bisschen kennt man sich jetzt hier aus, oder? Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig. Bitte Treppe hoch, bitte Treppe hoch. Ja, sehr gut. Haben wir auch das hier, ja. Koffein haben wir auch. Okay. Jetzt renn zum Ziel, mein Freund. Beziehungsweise meine Freundin. Signaldetektor machen wir jetzt nicht mehr. Wir laufen nur noch. Er wäre nicht so weit weg gewesen. Wir hätten ihn noch checken können, ob hier noch ein Exit-Camper ist, aber ich will jetzt nicht sterben. Und ich habe nur einen Jod und das wird jetzt hier eh schon eine knappe Geschichte. Ich bin froh, dass ich es wirklich aus dem Damm rausgeschafft habe. Genial wäre noch gewesen, hätte der unbekannte dritte Kill, der unbekannte im Damm, der da plötzlich aufgetaucht ist.
cool wäre gewesen, hätte er auch noch den Tresor geöffnet auf seinem Weg dahin, aber das hat er irgendwie auch nicht geschafft. Die Schalter, wer weiß, wo die wieder gewesen wären. So, jetzt bitte keine Raben und wir schaffen's. Ja, keine Raben, geil. Jetzt weiß ich nicht genau, ob ich das Jod vielleicht sogar noch mit retten kann. Sieht ganz gut aus. Vielleicht hätten wir mit Jod den Signaldetektor ja sogar auch noch geschafft, aber der ist jetzt auch egal, weil hier ist ja niemand. Und wir brauchen nicht mal das Jod nehmen. Wir retten uns so gerade eben ins Exit. Aber relativ entspannt noch. Sehr geil. Sehr geil. Ja. Am Ende gar kein Beute-Event geknackt, aber gefühlt die Taschen voll. Ja, so kann es auch mal, so kann's auch mal laufen. Oha. Und XP sind ja mal sehr, sehr nice. Ist das Double XP Weekend? Wahrscheinlich. 10.000 XP erscheint mir sehr hoch hier. Warte mal, was ist hier? Kills? Ja. Ja, ist Doppel XP Weekend. Ist alles doppelt. Okay. Geil. Ja, sauber. Und Beutewert ist auch stabil. Also wie ich schon gedacht habe, gefühlt war es echt eine Menge. Abwurf hätte noch reingepasst, aber sollte diese Runde nicht sein. Aber trotzdem, eine coole Runde auf Kerstin. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.